Das klingt jetzt verrückt, aber wir können Gravitation als Lupe benutzen. Mein Name ist Niklas und wie das funktioniert, das erkläre ich dir jetzt. Albert Einstein hatte eine verrückte Idee. Er erkannte in seiner Relativitätstheorie, dass massive Objekte im Weltall, wie Sterne oder Planeten, den Raum um sich herum krümmen. Und je mehr Masse, desto stärker die Krümmung. Um das zu symbolisieren, stell dir einen Bowlingball in der Mitte von einem Trampolin vor. Das Netz des Trampolins ist die Raumzeit, die durch die Masse des Bowlingballs gekrümmt wird. Aber was passiert jetzt, wenn eine weit entfernte Lichtquelle, wie zum Beispiel ein Stern, auf eine große Ansammlung von Masse trifft, wie zum Beispiel auf einen Galaxienhaufen. Das Licht des Sternes verläuft dann nicht mehr geradlinig durch den Raum, sondern an der Krümmung des Galaxienhaufens entlang. So wird dann das Licht des Sterns verstärkt und in eine Richtung gelenkt. Und so vergrößert die Gravitation seine Leuchtkraft wie eine Lupe. Das ist der sogenannte Gravitationslinseneffekt. Und durch ihn haben wir auch den am weitesten entfernten Stern aller Zeiten entdeckt, Ehrendl. Hast du das verstanden? Schreib mir einen Kommentar und folg mir für mehr.